Hi ho und willkommen zurück bei der lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde in den Spinnenminen von Legend of Grimwalk 2. Und ja, ich sag Spinnenminen und nicht Kristallminen, weil die Spinnen hier sind übelst garstig, die hier teilweise rumkeuchen. Und ich sehe ein Power Gem von hier aus. Oh, der fällt mir jetzt auf. Gut, da haben wir schon mal Nummer... wo sind sie denn, meine Power Gems? Ja, Nummer 2. Dann fehlen uns ja nur noch 2 für den letzten Altar. Suppiduppi. Und das Licht geht gleich aus. Toller Anfang. Okay, wo wollen wir hin? Das hier haben wir ja alles abgegrast. Ich glaube, bevor wir wieder runterklettern und uns mit den Spinnen unten anlegen, was ja eigentlich machbar ist, also wenn wir hier runterklettern würden, kümmern wir uns mal um die Sequenz. Oder nee, das Simulcarum. Damit machen wir wahrscheinlich hier auf. Und wahrscheinlich auch hier, weil ich habe so das Gefühl, die Räume sind irgendwie miteinander verbunden. Und ja, hier gibt es ja nichts, was wir anklicken können. Das habe ich ja schon mal untersucht. Wir könnten höchstens da runterfallen. Oh. Nur der Furchtlose wird passieren. Hä? Okay, ich habe irgendwas gedrückt, was nichts gemacht hat. Nur der Furchtlose wird passieren. Nee. Versuchen wir erstmal das Simulcarum. Genau. Diesen Ort hier. Das macht nämlich das hier auf und da liegt ein Schlüssel. Also, dann gucken wir mal. Hier. Hier. Und hier. Und da stehen solche Dinger. Wir müssen erst nach da drüben kommen und den Knopf drücken, der irgendwo dort eingeschlossen ist. Den sehen wir von hier aus leider nicht. Der ist hier. So, das heißt, um da rüber zu kommen... Bist du ein Tor, was zugeht? Du bist nämlich als so eins eingezeichnet. Also ich glaube, die beiden da müssen wir nach ganz hier rüber bringen, ja? Du bist ein geschlossenes Tor. Okay. Versuchen wir erstmal die beiden. Also den und den. Nee. Den und den nach ganz da. Stimmt das, was ich sage? Wir machen alles schrittweise, sonst verzetteln wir uns. Also ich nehme ja schon an, dass wir den hier eins rüberbringen müssen. Mindestens eins. Den eins rüber. Die beiden müssen wir jeweils zwei rüberbringen. Obwohl, wir bringen erst einmal. Ist das irgendwie gespiegelt? Nein, ist es nicht. Wir bringen erstmal dich eins rüber, so. So müssten wir an den Knopf rankommen. Mal schauen, was macht er. Okay. Der macht hier zu und da drüben auf. Hallo Spinnen. Danke. Schade, dass wir die nicht da durch erstechen können. Okay. Das heißt, hier geht zu, da geht auf. Ja, da ist es. Der hier macht uns Probleme. Der macht uns dann doch Probleme. Außer wir können... Ja doch, die können wir verschieben. So, jetzt dürften wir da durchkommen. Aha.
Du mich auch. Andere Richtung. So. Gut. Jetzt kommen wir auf jeden Fall wieder hier raus. Okay. Und ja. Hier scheinen wir nichts dadurch geöffnet zu haben, hä? Ich guck sicherheitshalber mal. Nein, die Tür sieht zu aus und die Tür sieht zu aus. Okay. Also das klappt schon mal nicht. Wenn wir nämlich das Ding verlassen, dann ist Sense. Hm. Dich können wir nur auf diese Achse verschieben. Wenn ich richtig sehe, weil wir können nicht da drüben hin. Genau. Das heißt, dich können wir nur hoch verschieben. Das bringt uns allerdings auch nichts. Ist hier nicht ein... Hier ist ein Rücksitzknopf. Was macht der Knopf hier drüben? Der setzt das Ganze auch zurück? Oder... Ja, die setzen das beide einfach zurück. Okay. Ich muss den Weg freikriegen. Ich muss aber auch gleichzeitig... Ich muss hier gar nicht durchgehen eigentlich. Ich müsste nur das hier eins nach da verschieben. Also den hier. Und schon habe ich hier einen Durchgang. Hm. Hier könnte ich was hin verschieben. Also den da zum Beispiel könnte ich hier hin verschieben. Da tut er mir nicht weh. Wenn ich den also hier hin und hier hin verschiebe, ist der auch aus dem Schuss und tut mir nicht mehr weh. Genau. Den kann ich eins nach drüben verschieben und dann kann ich den anderen hochschieben. Also den eins nach hier. So, so. Genau. Jetzt ist hier der Durchgang frei. Und wir können hier aufmachen. Jetzt gucke ich hier aber vorsichtshalber mal, ob ich dabei auch hier was geöffnet habe. Nein, habe ich nicht. Gut. Das bedeutet, wir kommen an den Schlüssel ran. So. Also wenn jetzt nichts aufgegangen ist, finde ich das seltsam. Aber es ist nichts aufgegangen. Es ist wirklich nichts aufgegangen. Okay. Zurück zum blauen Kristall. Speichern. Oder uns mal kurz hier umschauen. Nach versteckten Knöpfchen. Hier ist nur das Ding. Hier ist dieses Fearless kommt weiter Ding. Nein, nein, nein. Und hier sind auch keine Knöpfe, um die Spinnendinger zu öffnen. Na gut. Dann gehen wir kurz speichern. Mal wieder. LP118. So. Und gucken uns weiter um. Wir haben ja jetzt den Schlüssel. Den Minenschlüssel. Und du hast ein bisschen Hunger. Hier, lecker Fisch. Minenschlüssel. Damit öffnen wir das. Öffnen wir damit auch noch was anderes.
Nein, immer noch nicht. Okay. Wir haben den Weg in die Mine geöffnet. Und haben dabei Spinnen befreit. Hallo Spinne. Wow. Ja, du bist schön garstig. So, und du bist tot. Du warst aber nicht die einzige Spinne hier. Munition. Und ihr wollt mir den Rückweg abschneiden. Das finde ich gar nicht so toll. Und das Licht geht wieder aus, hä? Ein Schaden ist nicht viel. Das Gift ist dafür aber garstig. Habe ich nicht noch ein Anti-Venom? Ah ja, ich habe noch zwei Stück. Und was zu essen für dich wäre auch nicht verkehrt. Hey du. Nicht ausweichen. Ausweichen ist mies. So, komm her. Fury of Slashes wartet auf dich. So. Das war mal ein böser Schaden. So, aber jetzt bist du eingefroren. Jetzt können wir auf die rumhacken. So. Mana-Trank. Ah, wir kriegen langsam wieder Heilpilze zusammen. Also können wir, sollten wir ruhig noch zwei oder drei Anti-Venoms gleich brauen. Eins haben wir ja zur Not. Wow. Ein Schaden ist nichts. So. Stirb. Wow. Stirb schneller. So, genau. Hier sind auch wir. Hier geht's tief runter. Hi. Ah. Und wieder vergiftet. Zwei Vergiftete ist weniger schön. So. So. Das Gift hält auch viel länger als im ersten Teil. Kommt mir jedenfalls so vor. So, Trink. Warum haben wir so viel Anti-Venom auf einmal? Ich habe doch gar keine gebraut. So. Hast du die Munition automatisch zu deiner anderen Muni gepackt? Oder habe ich die irgendwo jemand anderem gegeben? Nö. Du hast etwas Hunger. Spinnenbeine können wir leider nicht essen. Da könnten wir wahrscheinlich runterklettern. Da hinten ist der blaue Kristall. Da ist ein Power Gem. Ein Rezept und ein Weg nach unten. Die stärksten Potions beherbergen die Power des Kristalls, also Kristallblumen, ja. Das ist bekannt, so wie, das haben wir ja schon herausgefunden, besser gesagt, durch herumprobieren. Erstmal in die Richtung. Jetzt scheinen wir ja etwas Ruhe zu haben. Das hier ist ein guter Rückzugsraum. Ein Crossbow brauchen wir nicht, aber Quavels sind immer gern gesehen. Kanonenkugeln brauchen wir auch nicht. Was bist du? Eine Energy Potion. Die kannst du gleich mal trinken. Verbrauchst du nicht so viel Essen. Nö, nö. Hier liegt auch nichts mehr außer der Kanonenkugel. Du kannst wieder da reingelegt werden. Einen zweiten Crossbow brauchen wir definitiv nicht. Wir können uns da, also da geht's runter eigentlich, also nee. Runterspringen werde ich definitiv nicht. Uns hier noch umschauen.
ob es... Hier ist schon mal eine Brücke zu einer Truhe. Secret found. Hallo, Mimik? Nein, keine Mimik. Meteoritenhandschuhe. Damit ist das Set fast komplett.